Damian Rosbach, was für ein verrücktes Spiel, oder? Ja, das war ein Spiel der Kategorie sehr, sehr wild. Das war Wahnsinn. Wir kommen richtig gut rein ins Spiel, führen relativ schnell 2-0 und haben das Geschehen eigentlich relativ unter Kontrolle, meiner Meinung nach. KSC ist eigentlich nur gefährlich geworden durch ein, zwei Distanzschüsse. Legen uns das 1-2 dann ein bisschen selber rein. Und ja, dann wussten wir dann nach der Halbzeit, dass es hier zur Sache gehen wird, dass es brennen wird. Die Situation haben wir überstanden, ungeschadet überstanden. Und ja, du musst halt zwingend das 3-1 machen. Ich glaube, so viele Chancen, wie wir heute hatten für ein Auswärtsspiel, so viel kriegst du in zwei, drei Spielen nicht. Das ist Wahnsinn. Und am Ende das 2-2, das ist für mich natürlich extrem bitter, weil ich meine Beine dann nicht sortiert bekomme. Ich glaube, Olli touchiert den noch leicht, macht den für mich eine unberechenbare. Ja, und dann kriege ich, wie gesagt, die Beine nicht sortiert und steht 2. Das ist Wahnsinn. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das tut mir natürlich auch leid. Aber im Endeffekt musst du hier mit 3-1 rausgehen, mit 3 Punkten. Zumal du hast nicht nur das 2-0 erzielt, sondern hattest quasi eine identische Situation dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal. Den hält er dann, ne? Ja, was soll ich sagen? Hatte ich einen zweiten auf dem rechten Fuß. Treffen eigentlich auch richtig gut, meiner Meinung nach. Hat ordentlich Bums dahinter und ich weiß gar nicht, ich glaube, er kriegt dann im letzten Moment den Arm noch hoch. Ja, wenn das 3-1 fällt, dann ist Karlsruhe tot, denke ich. Deswegen ist das umso ärgerlicher, dass hier das 2-2 noch fällt und die Art und Weise, wie das 2-2 noch fällt, ist halt der Wahnsinn, wirklich. Deswegen sind das wirklich 2 verlorene Punkte im Endeffekt. Weil wir wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, gerade bei Mitkonkurrenten ist das, hätte sie die noch distanzieren können, aber im Endeffekt ist Fußball wirklich manchmal sehr, sehr extrem und sehr wild wie heute. Da müssen wir schauen, dass wir wirklich das Gute rausnehmen. Wir haben wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht mit einem neuen System in der Raute. Ich glaube, der KSC hat damit wirklich richtig Schwierigkeiten gehabt heute. Unterm Strich habt ihr aber den Relegationsplatz wieder verlassen. Ich denke, das ist ja für den Kopf auch ganz ordentlich, ne? Ja, natürlich, aber im Endeffekt zählt die Tabelle am 34. Spieltag, wo wir dann stehen, wenn wir dann auf dem 15. Platz stehen. Ich glaube, dann ist das alles, dann können wir das alles so unterschreiben. Natürlich haben wir nächste Woche wieder ein schönes Heimspiel gegen Schalke, die wir jetzt auch gewonnen haben, aber ja. Das wird, glaube ich, ein gutes Spiel, wenn wir da an der Leistung heute so anknüpfen wie heute für nächste Woche. Dann sehe ich da sehr, sehr positiv entgegen, weil wirklich das war wirklich eines der besseren Auswärtsspiele heute. Und dass es dann so zu Ende geht, so unglücklich und so ärgerlich, das ist wirklich nervig. Dafür finde ich auch schwierig Worte, aber damit muss man leben. Ich habe es angedeutet, das ist Fußball und nächste Woche greifen wir neu an. Dann viel Erfolg für das Spiel gegen Schalke. Danke. Simon Rein, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Saisondebüt in der Startelf gestanden beim Auswärtsspiel beim KSC. Am Ende mit einem Punkt gekrönt oder mit eigentlich 2 zu wenig nach Hause gefahren? Ich denke, man sich das Spiel über 90 Minuten anguckt, ist, glaube ich, ein leistungsgerechtes Unentschieden von den Chancenverteilungen her. Vor allem auch der KSC ist ja sehr gut aus der Pause gekommen. Auch einige gute Chancen gehabt, wo wir auch manchmal ein bisschen Glück hatten oder Koller auch gehalten hat. Ich denke, wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt. Auch sehr gute Ballbesitzpassagen gehabt, auch zum Spiel nach vorne. Neben den Toren auch nur 1, 2, 3 gute Chancen gehabt. Hinten auch nicht wenig, auch relativ wenig zugelassen, deswegen sah das ganz gut aus. Natürlich extrem ärgerlich, dass wir dann vor der Pause auch durch meinen Ballverlust dann das 2-1 bekommen. Da hätte ich natürlich irgendwie jeden Ball wegschießen können, aber ich bin halt ein Spieler, der irgendwie auch spielerisch die Sachen lösen will und ärgerlich, aber ja. Wenn man dann sieht, dass wir 2-0 geführt haben, denke ich schon, kann man auch sagen, dass wir 2 Punkte verloren haben, weil wenn du ein gutes Auswärtsspiel machst und 2-0 führst, dann willst du das natürlich über die Zeit bringen. Aber ich denke, es gab einige Sachen, die wir mitnehmen können, auch für nächsten Sonntag gegen Schalke. Deswegen glaube ich, können wir insgesamt, auch wenn es das natürlich ärgert, können wir mit einem positiven Gefühl hier wegfahren. Relativ viele Chancen für ein Auswärtsspiel, ne? Ja, ich glaube, wir haben es im Spiel nach vorne ganz ordentlich gemacht. Auch viel flach, auch viel durch Kombination gelöst. Gute Laufwege auch von Svante in die Tiefe beim 1-0 zum Beispiel. Da können wir einiges mitnehmen und müssen natürlich dann auch irgendwie feststellen, dass dann beide Gegentore durch individuelle Fehler irgendwie passiert sind. Das kann passieren. Das müssen wir natürlich abstellen, aber ich glaube, das hat auch teilweise ganz ordentlich ausgesehen heute. 17 Punkte sind es jetzt. Man hat sich wieder vom Relegationsplatz ein bisschen nach oben gearbeitet. Ist das gar nicht so verkehrt vor dem direkten Duell gegen Schalke? Ja, klar, es ist besser, da auf einem Nicht-Abstiegsplatz ins Spiel zu gehen, als auf einem Abstiegsplatz.
wenn schon gerne die Punkte mitgenommen, dann hätte es noch besser ausgesehen. Nächste Woche haben wir die Chance, dann Schalke zu distanzieren zu Hause mit unseren Fans. Und ja, wenn wir auf die Leistung heute aufbauen, dann denke ich, haben wir da gute Chancen, auch zu Hause zu gewinnen. Noch eine persönliche Frage, wie geht's dir jetzt nach diesem Spiel? Hast du viele Körner gelassen? Mir geht's ganz gut. Es hat Spaß gemacht, mal wieder dabei zu sein im Pflichtspiel, nicht nur im Testspiel. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte relativ viele Ballaktionen. Ich habe ja gerne die Kugel am Fuß. Ich glaube, dahin raus habe ich schon gemerkt, dass dann das erste Pflichtspiel für mich war, gegen einen Gegner, der auch in der zweiten Halbzeit immer mehr Druck gemacht hat, viele weite Wege. Deswegen war am Ende raus auch so, hat die Luft ein bisschen gefehlt, aber ansonsten bin ich glücklich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und eine Woche Zeit jetzt bis zum Schalke-Spiel dich zu regenerieren? Ja, so lange werde ich hoffentlich nicht brauchen, aber ich denke morgen und Dienstag ist ein bisschen ruhiger und dann geht es ab Mittwoch wieder los. Dann viel Erfolg für das Spiel gegen Schalke. Danke.